Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Evil Within. Wir sind in der letzten Folge hier stehen geblieben, haben, glaube ich, geupgradet, jawohl. Und jetzt geht's zurück durch den Spiegel. Ach, Kacke. Ich erinnere mich. Ich hab ja jetzt einen kleinen Aufnahmetest. Ich habe eine kleine Aufnahmepause gemacht. Und ich erinnere mich, dass wir hier anscheinend gleich, hoffentlich nicht, aber möglicherweise den Typ aus dem Trail... Was ist das? Den Typ aus dem Trailer mit der Box treffen. Ah, wir gucken mal. Warte mal, ich klettere hier hoch. Vielleicht kann ich dann was sehen. Ja, kletter du mal da hoch. Vielleicht kannst du dann was sehen. Was ist denn das für eine Matschtextur gerade? Alles klar? Ja. Okay, hey, da ist Kidman. Wer ist da bei ihr? Das erkennst du nicht. Guck mal, was ich hier habe. Scheint noch zu funktionieren. Nice. Geh vor, ich gebe dir Deckung. Ja. Okay. Ja, das war's dann mit dem Speichern. Oder? Anscheinend, das ist ja assi. Okay, also wir haben ins Kitchen, da war... Ja, was ist denn hier kaputt? Das ist auch die Kirche gewesen mit dem eingestürzten Boden. Deckung, sie schießen. Wo denn? Da. Das war jetzt irgendwie offensichtlich. So, wir haben doch auch einen Scharfschützen. Ich wollte gerade sagen, der könnte ja auch einfach mal was tun. Verbrenne ich die jetzt? Nein, tue ich nicht. Was? Ja, leck's mich nur um zu können. Ja, weiße. Ich bin doch noch gar nicht bereit. Warum kann ich jetzt hier in diesem Matsch nicht rennen? Danke. So, das ist aber schön, dass er mir wirklich tatsächlich hilft. Meine ich. So, da war doch noch einer hier. Der ist doch... Hat er den schon erledigt? Gut. So. Achso, die wollten mir nur zeigen, dass ich da draufstellen muss, um die Tür aufzumachen, glaube ich. Okay. Ich kann einfach nicht mehr... Im Wasser kann ich halt nicht rennen. Ist auch okay. Sebastian. Dieser Pfad sollte direkt zur Kirche führen. Geh weiter, ich gebe dir Deckung. Okay. So, machen wir mal natürlich wieder Kisten kaputt. Um ein bisschen Munition zu sammeln. Warum sehen wir denn... Ah, jetzt sehen wir... Oh, ich bin ja halb tot. Sag mir das doch einer. Warum bin ich denn halb tot? Kacke, ich glaube, ich... habe ich... Ich habe Medikit. Supi, supi. Dann nehmen wir das auch mal direkt. Das füllt uns ja voll und ganz auf. Können wir ein bisschen hier stehen bleiben, ein bisschen Party machen hier. Hyper, hyper. Weil es gut tut und schmeckt. Nee, irgendwie war es anders. Egal. So, Munition. Leichen, die wir nicht verbrennen können. Und einen netten Mann, der uns zeigt, dass wir diesen Hebel betätigen können, um diese Tür aufzumachen. Ziemlich dagegen. Ich bin ziemlich sehr dagegen. Oh, fuck it. Moment. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ich muss ganz schnell... Habe ich irgendwelche Bolzen? Fuck, ich habe gar nichts. Irgendwie muss ich jetzt an dem vorbei. La 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 la. Was aber echt fies auf diesem kleinen Bereich. Ah ja, hier ist ein bisschen größerer Bereich. Ja, leck mich doch! Wollt ihr mich irgendwie einmal gern haben?
Was ist denn hier kaputt? Ist das mein Tod? Kann ich irgendwas tun? Danke. Seid jetzt aber gebaut. Was sind denn das für Riesenviecher? Ach, Kacke. Jetzt von Nervosität schon geschossen. Wo sind denn die jetzt hin? Sind die tot? Nee. Munition alle? Nein! Sowas macht man nicht. Was denn jetzt schon wieder? Warum denn auch zwei von den Teilen? Ich glaube, ich habe, ich hätte nicht weitergehen sollen. Mal die drei. Einmal ins Gesicht. Das war es dann auch an Pfeilen, die ich habe. Ich habe auch gar nichts mehr dafür. Finde ich richtig scheiße. Richtig, richtig scheiße. Panik, 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 Panik. Hier ist irgendwas. Hier ist irgendwas. Nimm das auf. Ach, das bringt mir aber jetzt überhaupt nichts. Hier ist irgendwas. Das bringt mir auch nichts. Tschüss. Ah! Vielleicht muss er diese Wand hier einschlagen, aber ich glaube. Was mach ich denn da? Sackgasse. Was mach ich denn jetzt? Ach so. Ja, nice. Versteck. Okay. Ein Blitzi. Perfekt. Und er steht da oben und macht nichts. Weißt du, jetzt schieß halt mal, du Depp. Hinten lag noch irgendwo Munition. Die muss ich mal ganz kurz einsammeln gehen. Ich hoffe, das ist die richtige. Jawohl. So, die Schrotflinte scheint gegen die tatsächlich am besten zu helfen. Ja, leck mich doch. Ah, sehr gut. 2 von 2. Ja, was? Fuck, Sackgasse. Das fällt dir jetzt auf. Lass uns bei der Pferdestatue da treffen. Sehr gerne. Aber jetzt erstmal möchte ich hier meine Grütze haben. Und den verbrenne ich auch mal liebevoll. Weißt du, warum macht man sowas? Das ist doch echt fies und dann ist das hier so eng und alles und So, hier liegt der andere Opi. Der hat keinen Glibber. Warum kriege ich von denen keine Punkte? Ach, hier. 3500, sehr schön. So. Sackgasse, ja, ja, okay. Hier ist noch irgendwas zum Aufsammeln. Schön. Gut. Dann haben wir das auch. Ich glaube, hier ist nichts mehr gewesen, was ich noch übersehen habe, oder? Er labert wieder mit sich selber. So, was gibt es? Notiz vom Friedhof. Wald. Oder Walt. Ich bin losgegangen, um Donna zurückzuholen. Ich weiß... Sorry. Ich weiß, wie ich in der Höhle des Löwens komme. Wie ich in die Höhle des Löwens komme. Ich lasse nicht zu, dass sie geopfert wird. Folgt mir nicht. Bleibt da und passt auf die Familie auf. Ich werde sie zurückbringen. Daniel. Warte, da war was mit einem Pferd in dem Haus vorhin. Ja. Ich habe dazu was aufgeschrieben. Okay. Also, gehen wir da runter? Denke schon.
Na, aber erstmal. Erstmal nicht. Warum? Was soll das? Ich möchte nicht. Es passiert doch irgendwas Böses. Hä? Vor allem kann man ja hier auch direkt wieder... Sollte das jetzt nur eine Möglichkeit sein zum Speichern oder was? Okay. Gut, ja, ich glaube, das sollte dann einfach sagen, hey, Idiot, geh upgraden. Was ich dankend annehme, tatsächlich, sehr, sehr gerne. Maximale Sprintdauer können wir immer noch nicht erhöhen, ich vergesse es jedes Mal. Nahkampfschaden, Spritzenwirkung, bringt uns auch nichts. Waffen, da könnten wir natürlich die Schrotflinte mal ein bisschen upgraden, zum Beispiel den kritischen Schaden etwas erhöhen. Oder generell den Schaden. Dann haben wir noch 2500 Feuerrate, Nachladegeschwindigkeit bei der Schrotflinte auch sehr gerne. Magazinkapazität hätte ich gerne noch erhöht, aber das geht leider nicht. Vielleicht können wir bei der Pistole noch irgendwas machen. Feuerrate, Nachladegeschwindigkeit. So. Einmal raus bitte aus der ganzen Nummer hier. Und dann gehen wir direkt mal gekonnt weiter hier zu unserem Lieblingsspeicherpunkt, wo wir jetzt mal speichern und sehen, dass wir bereits 5 Stunden und 20 Minuten an diesem wunderbaren Spiel spielen. Und dann gehen wir mal zurück in die Höhle des Löwens. Ach nö, jetzt sind wir wieder allein oder was? Alles okay? Ach, zum Glück nicht. Mach dir um mich keine Sorgen. Okay, hier kommen wir nicht weiter. Hier liegt auch sonst nicht viel rum. Aber das gefällt mir tatsächlich... absolut null. Oh nein. Der Sack spricht. Und der Hammer, kann ich niemals nehmen. Ich weiß nicht, ob ich die erschießen soll. Das hört sich jetzt nicht böse an. Ich lass sie mal hängen. Ach komm schon. Ich will das nicht. Aber das ist doch voll die Fleischerei hier. Nein. Ich will das nicht. Neun. Was? Sagte diese Aufzeichnung etwas? Rein gar nichts. Sollte sie? Warte mal, ich habe vorhin etwas notiert. 3597 oder 1. Er sagt, dass die Opfergaben zu den richtigen Altären gebracht werden müssten, um den sicheren Weg zu ihm zu öffnen. Ah! Guck mal einer an. Im richtigen Moment vorbeigekommen. Kann ich hier eigentlich lang gehen? Nee, sieht nicht so aus. Davi nicht. Wie soll denn das da funktionieren? Da sind doch Dornen im Weg. Plöpp, einfach durch. Okay, hier ist noch ein Weg.
Ah, cool. Eine Harpune. Und der Bischchen weiß schon kaputt machen. So. Hier noch mehr. Ah, noch eine Harpune. Und mehr zum kaputt machen. Yay. So, hier sind auch wieder Sachen zum Harpunen. Ach, das heißt doch, da kommt jetzt gleich schon wieder einer. Wie viele Bosskämpfe hauen die denn jetzt hier rein? Ich mache jetzt den Hebel noch hier runter, weil irgendwie ergibt das für mich Sinn. Keine Ahnung. Lecker. Ja. Und jetzt? Ist das richtig? 3. 3 ist unten. Vielleicht. Warte mal, das ist 7, ne? 7 ist nicht durchgestrichen. Deswegen. Mache ich das einfach mal hoch. Was gehört. Schön. Ja, da freue ich mich ja gigantisch. Ich gehe jetzt einfach hier durch. Gehe ich jetzt hier durch? Traue ich mich das? Was soll das denn? Schien richtig zu sein. Das war richtig. Da soll ich jetzt reingehen? Bist du bescheuert? Ich nehme jetzt hier erstmal das Ganze. Der geht da einfach so rein, so von wegen. Och, naja, egal. Ja, komm. Ach, naja, egal. So. Sieht hier irgendwie sehr seltsam aus. Hier ist sonst auch nichts mehr. Kann mich da noch irgendwie... Sind hier noch... Nee. Okay, ja, dann würde ich vorschlagen... Wir machen hier einen Cut. Und was uns da am Ende des Ganges erwartet, das sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao.